Der Morgen im Regierungsviertel nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Die Ampelparteien verarbeiten die herben Verluste und sind auf Fehlersuche. Gewinner der Wahlen, die AfD. In Thüringen stärkste Kraft, in Sachsen auf Platz 2. Allerdings will bis jetzt keiner mit der Partei zusammenarbeiten. Ja, das werden wir noch sehen. Also ich glaube nicht, dass sich diese undemokratische Brandmauer durchhalten lässt auf Dauer. Hier wurde von Seiten der CDU und auch des BSW Wahlkampf gemacht, hart mit AfD-Positionen. Für eine Koalitionsmehrheit braucht die CDU in Thüringen auch die Linke. Das hat sie bisher ausgeschlossen. Eine Regierungsbildung könnte kompliziert werden. Dazu sind sensible Gespräche notwendig, aber der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD steht, und zwar bockfest. Und auch mit der Linken hat dieser Beschluss Bestand. Mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht will die CDU verhandeln, doch das BSW stellt Bedingungen. Zwei Drittel im Osten, das war eine Umfrage von Forsa, lehnen die US-Raketenpläne ab. Ich finde, dass die Wahlergebnisse ganz klar machen, das müssen Landesregierungen, die müssen ihre Stimme erheben. Die können zwar diese Entscheidung nicht treffen, aber sie müssen bundespolitisch ihr Gewicht in die Waagschale legen, um das zu verändern. Die kommenden Gespräche zwischen den Parteien könnten schwierig werden.